Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei den Humushütern. Es geht los, ich klinke mich ein in die Kooperationsreihe mit Willi und Miri, die Humushüter. Es wird jede Menge Folgen geben, zwei gibt's schon. Ich habe das ja übers Jahr schon mal anklingen lassen in meinen anderen Videos. Und heute ist es endlich soweit, es geht los mit der dritten Folge zu die Humushüter. Beiden und ich sind uns einig, es gibt einen Herrn, und zwar heißt er Herwig Pommeresche, um den geht es ja heute hauptsächlich. Aber es geht auch darum, was hat er gemacht, was ist sein Vermächtnis, dazu gibt es auch ein tolles Buch. Ich bin nicht angestiftet worden, das ist mein persönlicher Buchtipp für euch. Ein paar da draußen kennt schon. Beiden und ich finden, was der Herwig Pommeresche in seinem Leben geleistet hat bzw. herausgefunden hat, auch zusammen mit anderen Menschen. Das gehört weitererzählt, da weitet ganz viel Wissen auf euch, ist auf jeden Fall bereichernd, geht uns alle etwas an. Also ist keine Sonderreihe in dem Sinne, sondern fügt sich wie ein Zahnrad in den roten Faden meines Kanals ein. Also mein Buchtipp sollte jeder zu Hause liegen haben und einmal gelesen haben. Ich selber habe es noch nicht durch, ich bin noch dabei, aber definitiv eine bereichernde Sache. In meiner ersten Folge, insgesamt der dritten, soll es erstmal um Herwig Pommeresche gehen. Darüber hinaus werde ich so ein bisschen Überleitung machen, was euch dann hier in dieser Reihe noch erwarten wird. Was es letztendlich schon gibt, wie gesagt, es gibt schon zwei Folgen von Natürliches Leben. Herwig Pommeresche wurde 1938 in Hamburg geboren. Seit 1974 lebt er in Norwegen. An der Uni Hannover hat er ein Diplom zum Architekten gemacht, war dann langjährig als Architekt und Siedlungsplaner in Norwegen tätig, hat dann noch ein Diplom als Permakulturdesigner und Lehrer abgeschlossen, wurde natürlich auch dafür ausgezeichnet für den Erhalt und den Aufbau der Humusphäre. Und er war auch als Gastdozent an der Uni Oslo tätig. 1993 dann wurde er als Permakulturfachmann bekannt auf dem Welttreffen der Permakultur in Skandinavien. Und heute gilt Herwig Pommeresche als Permakultur-Urgestein in Norwegen. Und hier möchte ich mal einhaken, das habe ich jetzt ein bisschen aus dem Buch rausgearbeitet, für euch ein bisschen kompakter, nur mal so ein paar Eckdaten. Aber da gibt es einen Einwand von mir, also über Norwegen hinaus inspiriert er Leute. Deswegen machen Willi, Miri und ich das jetzt auch mit dieser Humushüter-Reihe. Wir denken, es sollten viel mehr Menschen wissen, wie diese Humusphäre funktioniert. Und ohne Wissen können wir auch nicht richtig handeln. Und da gibt es auch ein paar weise Worte von mir. Der größte Feind des Wissens ist nicht das Unwissen, sondern die Illusion von Wissen. Und Wissen ist natürlich wichtig, damit wir wissen, wie wir mit der Natur umzugehen haben. Hier geht natürlich das Motto im Einklang mit der Natur anstatt gegen die Natur. Herwig hat da sehr, sehr viel Erfahrung in Norwegen sammeln dürfen. Erstmal allein und natürlich auch mit Menschen auf der Welt, die auch diesem Permakulturbeispiel folgen. Herwig Pommeresche hat sehr viel Praxiserfahrung gesammelt in der Permakultur, hat jahrzehntelang sein Prinzip zur Humusphäre verfeinert und verbessert. Und das ist natürlich nichts, was in Stein gemeißelt ist, weil sich alles immer weiterentwickelt und nie das letzte Wort gesagt ist. Also wenn das so wäre, dann würden wir ja den ganzen Tag stillstehen und es würde sich einfach nichts entwickeln. Das ist ja nicht der Fall. Das funktioniert nur, wenn Menschen gewisse Dinge in Frage stellen, Experimente starten, Sachen hinterfragen, einfach da proaktiv rangehen und einfach alles zu glauben, was irgendwo in Büchern steht. Ne? Also damit möchte ich nicht alles verteufeln. Ich möchte nochmal anstoßen, dass es auch jedem darum geht, so wie auch mir. Probiert aus, findet Bezug zur Natur. Wenn ihr seht, da und da machen wir was, können wir was anders machen oder wollen wir anders machen, dann macht das anders, findet euren eigenen Weg. Es gibt nicht den idealen Weg, also ist das Ganze auch nur als etwas Bereicherndes, nur in Anführungsstrichen, ist natürlich sehr bereichernd. Der Herwig hat es geschafft, auf einem Quadratmeter Zwiebeln anzubauen und auf einem Quadratmeter 18 Kilogramm Zwiebeln zu ernten. Das ist zwar wohl der Oberhammer. Das hier ist letztendlich auch eine aktuellere Variante. Hier ist Bokashi drin. Und das Ganze lasse ich in dieses System zur Humusphäre von nach Herwig Pommeresche einfließen. Somit habe ich auch einen eigenen Weg. Was das noch auf sich hat, das zeige ich und erzähle ich euch nicht in dieser Folge, dann das ist wann anders dran. Wird besucht, ist das gelb. Nützt ja nichts.
in Hoffnung, bei mir noch ein bisschen was an Pollen zu kriegen. Dem kann ich leider nicht dienen. Also auf euch wartet eine geballte Ladung an Wissen, an Praxis. Step by Step werde ich euch da ranführen. Das Ganze ist ja eine Kooperation und wir werden uns auch in den Themen ein bisschen beißen, aber jeder hat auf seiner Seite dann noch Wertvolles weiterzugeben, was euch auf jeden Fall bereichern wird, auch wenn die Thematik sich vielleicht mal überlappt. Werdet Humushüter, schließt euch uns an, verfolgt diese Kooperationsreihe, die wir da haben, denn das Vermächtnis von Herwig Pommeresche, das wollen wir unbedingt weiterführen, da müssen unbedingt mehr Menschen von wissen. Das ist eine mega gute Sache. Jetzt noch ein kleiner Spoiler fürs nächste Video. Bei mir wird es nächstes Mal darum gehen, wie sich die Pflanzen ernähren. Wir werden uns mit den Wurzeln beschäftigen und ich werde euch im Genauen erklären, wie das da funktioniert. Bis dahin, falls eure Neugier jetzt schon so gewachsen ist, dass ihr eigentlich nicht mehr warten könnt, ich werde euch mal oben rechts eine Playlist verlinken, die ist bei mir auf dem Kanal, die Humushüter, und Willi und Miri, die haben da schon 2 Videos zu gedreht und da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal Wissen rausziehen und ich werde das Ganze dann im nächsten Video nochmal aufgreifen und ergänzen und auf meine Art und Weise dann an euch weitertragen. Es wird spannend, ich sage an diesem Punkt vielen Dank fürs Zusehen. Wer noch kein Abo dagelassen hat, lasst mir doch ein Abo da. Es wird euch bereichern, es geht ums Allgemeinwohl, ums nachhaltiger Leben, um mehr Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft. Und du kannst ein Teil des Ganzen sein, werde zum Humushüter in diesem Fall. Und verfolge meinen Kanal oder Willi und Miri, es gibt auch andere Aktivisten. Das ist alles, was gut ist. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Lars, ich bin raus.